So, Bruder. Du sagst, du willst gegen mich kämpfen, Revi. Mhm. Oh, oh, oh mein Gott! Heute Abend Livestream. Kommt unbedingt vorbei. Jo, Leute, was geht? Es ist der unbeliebteste YouTuber in ganz Deutschland wieder hier, Tomary! Direkt mal abonnieren. Ihr habt's gehört, Leute, schaut bei den Jungen vorbei. Heute befassen wir uns mit Revi Hate 4.0. Ich habe euch dazu aufgerufen, meine Freunde, gegen mich Kampfansagen zu machen. Ja, ich wollte eure krassesten Kung-Fu-Moves sehen und sehen, was ihr so drauf habt. Muss ich überhaupt Angst vor meiner Community haben? Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an. By the way, bin ich echt wirklich stolz, dass ganze 4 Leute das eingereicht haben. Das ist neuer Rekord, meine Freunde. Ihr könnt euch selber dafür auf die Schulter klopfen. Das ist absolut untermenschlich. Ganz toll. Wie soll ich denn weiter in Videos produzieren, wenn ihr nicht mitmacht, Mann? Also klar, viele würden jetzt sagen, gut, du könntest dir natürlich selber Konzepte ausdenken, wo wir nicht der Teil sind. Aber es geht ja hier um die Community-Bindung, ne? Schauen wir einfach mal ganz kurz rein, meine Freunde. Bevor wir das allerdings jetzt tun, ich möchte, dass ihr ein Foto von mir nehmt und dieses Foto auf irgendeine Art und Weise am besten ausdruckt und dann mit diesem Foto irgendetwas anstellt, meine Freunde, und mir dann damit quasi unter RevyHate 5.0 zeigt, was ihr alles mit diesem Foto angestellt habt. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich möchte bitte nicht, dass auf mein Foto gepinkelt wird. Mehr will ich, glaube ich, einfach jetzt dazu nicht sagen. Macht bitte nichts, was euch von YouTube bannen könnte. Sonst lasse ich euch da wirklich freien Lauf. Viel Spaß dabei und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit der Kampfansage von Stark Digger, ich bin LOL, Zerlegung von Swords Tom HD. Schauen wir mal. Bruder, was ist das hier im Weg, Alter? Erstmal wegstellen. Erstmal wegstellen, Bruder. So, Bruder. Du sagst, du willst gegen mich kämpfen, Revi. Mann. Leute, ist das der Sohn von Conor McGregor? Ich glaube, das ist 1:1 der Sohn von Conor McGregor. Kampfansagen. Ja, man sieht seine Haltung. Es ist der Sohn von Conor McGregor, kein Zweifel. Man sieht ihn hier nochmal eingeblendet, Leute. 1:1, der UFC-Fighter, MMA-Fighter, Conor McGregor, sein Sohn. Ey, hier sowas so. Oh mein Gott, Alter. Okay. Zeig mal deine Moves, ja, komm. Das bist du, Alter, das bist du. Aha, auch die... Digga, er trägt auch einen Boxerschnitt, der die Seiten hier kurz rasiert. Man sieht, das ist ein Kämpfer, den kann man nicht an den Haaren ziehen. Also an der Seite zumindest nicht. Was soll ich da noch sagen, Alter, wirklich? Ich kann ja... Ich will jetzt nicht, Ja. Leid. Okay. Nee. Mhm. Oh, oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Habt ihr diesen Schlagabtausch gesehen, Leute, diese Combo? Guckt mal den Kick und dann die Schläge. Bam, 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 bam. Oh, 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 mir wird schwindelig, Leute. Oh, die Kamera, das ist ja wirklich eine 4K-Highspeed-Kamera hier gerade. Guckt mal jetzt mal hin, Leute. Die kann die Schnelligkeit der Schläge und Tritte gar nicht einfangen. Finn, Alter, was ist mit dir, Digga? Boah. Mhm. Oh mein Gott, was? Nein, nein, nein. Digga, der Typ ist bewaffnet, er braucht es nicht, er braucht es nicht. Er ist eine Maschine, Alter. Kämpfen, Alter. Shit, Mann, shit. Ey, ich hab eine Waffe, das blende ich jetzt ein. Okay. Oh mein Gott! Der Typ ist bewaffnet, er hat eine Knarre. Er hat eine Knarre. Habt ihr es gerade gesehen, Leute? Habt ihr das gerade gesehen? Sein. Alter, habt ihr sogar. Da war Mündungsfeuer, Leute. Der Typ hat eine echte Waffe. Okay, f. Vielleicht habe ich mich da auf irgendwas etwas eingelassen, Leute, auf das ich mich nicht hätte einlassen sollen. Das ist vielleicht wirklich jetzt, also, zu krass. So, hab eingeblendet. Okay, krass, krass, Alter, krass. Dein Bild im Hintergrund hängt sauschief. Das hier, das würde ich... Okay, dann nicht. Tut mir leid. Kann ich nicht, Gewisser. Boah, Alter! Bruder, bitte, okay? Oh Gott, nein, 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 Digga. Oh mein Gott! Digga! Was? Thomas! Komm mal bitte schnell. Der macht mich fertig, guck mal bitte. Ist er tot? Er ist nicht tot, Digga. Er regeneriert am Boden und kommt mit der doppelten Dropkick-Power, Alter. Er ist aber auf die Fresse. Es geht mir gut. Komm mal, er kommt von rechts wieder rein. Gut. Es geht mir gut, sagt der Digga. Bin ich auf die... gegen meinen Schrank geflogen, oder? Er ist nicht gegen seinen Schrank geflogen. Er hat doch eine Waffe, Digga. Geh bitte wieder. Das reicht auch. Puh, shit, Mann. Was laberst du denn? Mhm. Okay, Bruder. Ich renne deine Netzhaut weg. Ich pell dir deine Netzhaut weg, Alter. Digga, Ehrenmann. Ehrenmann. Leute, den auf jeden Fall mal auschecken, den Boy. Der zerlegt wirklich alles. Also, wenn ihr mal Stress habt, sucht ihn euch als Headhunter oder als Kopfgeldjäger. Puh, okay, was haben wir hier, Leute? Was haben wir hier? Von Sufi BC. Okay. Okay, da bin ich auf einer Maus. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Sophie, die Challenge war erst für nächste Woche angesetzt. Ich, Scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh mein Gott, ich wurde hier gerade noch beleidigt unten links. Sowas will ich wirklich nicht sehen, das finde ich nicht cool. Alter, okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es
es scheint so, als würde die Katze das nicht interessieren, wenn ich das mal so sagen darf. Ich hab Dreck am Kopf. Verdient, du Penner. Mann, manchmal tun diese Formate mir auch weh. Aua, mein Herz. Oh mein Gott, die Katze beißt mich auch noch kaputt, Leute. Okay, okay. Ich habe sie kurz mit dir allein gelassen. Was Verständliches ist passiert, okay? Sie hat dich zerfetzt. Hahaha. Aua, mein Kopf. Das war nicht schön. Krass, okay, krass. Ich werd mich umgehend beim Tierschutzbund melden, Leute. Weil, ganz ehrlich, eine Raubkatze in dieser Größe und mit der Aggressivität und der Gefahr, die von dieser Katze ausgeht, die darf nicht in einem Kleingarten gehalten werden. Das geht so nicht. Ich werde sofort den Tierschutzbund verständigen und dann auch gleichzeitig irgendwie den nächstgelegenen Zoo. Es kann nicht sein, dass dieser Frau einen Geparden zu Hause hält. Tut mir leid, Leute. Habt ihr das gesehen? Das Tier hat mich zerfetzt. Das ist krank. Das ist krank einfach. Sophie, Alter, auf jeden Fall dafür Daumen hoch. Uff, kann man da nicht mehr sagen. Also das, was haben wir hier? Revi-Held 4.0, Feed the Vibe, ausbaufähig, ein Rap. Ja, war jetzt zwar nicht angedacht, sondern eigentlich war halt ein paar Dance-Moves und Kampf-Moves angedacht, aber ist okay, Bruder, ich bin gespannt. Ey Leute, habt ihr schon mal auf YouTube von diesem Revinzeit gehört? Keine Ahnung, ob das so ausgesprochen wird. Revinzeit, ja, so werde ich ausgesprochen. Der macht viel mit der Wife. Ja, ich mache viel mit The Vive, weil halt kein anderer ständig Zeit hat, weil The Vive der einzige Arbeitslose auf dieser Plattform ist, der ständig Zeit hat. Und ich könnte auch zu The Vive sagen, du, The Vive, lass uns jetzt zusammen in den Kölner Zoo gehen und Pavian scheiße Wettfressen machen. Er wäre halt dabei, ne? Das ist das Problem. Das sind die zwei größten Lappen, die ich kenne, Alter. Check's aus. Hallo Revi, du bist doch nur ein kleiner Lappen und ich werde meine Hand in deinen Nacken klatschen und ich schwöre, deine Kunden sind kleine Kinder und ich sag, ja, du bist wie mein Blinder, denn du juckst mich. Absolut nicht und ohne Schein. Guck mal dein verkacktes Gesicht, denn ich sag. Verkacktes Gesicht, sagst du? Würde ich anders sagen. Du bist ein kleiner Pizzamäus und ich sage dir, ja, das ist Pizzamäus. Und ich sag, deine Mom ist Gold wert. Und ich sag, diese Bitch ist ein Gold wert. Und ich sag. Und ich sag, da kommt kurze Bridge rein und ich floor einfach drüber, weil ich bin ein Schwein. Nice. OF jetzt mal zu Titulappen und ich schwöre. Ich weiß jetzt nicht, warum Vive da gedisst wird, aber das finde ich jetzt tendenziell nicht schlimm. Also das weiter so, Leute, weiter so. Ihr könnt ja immer so ein paar Ostereier, so Easter Eggs einbauen. Wisst ihr, wenn ihr mich halt fertig macht, gebt der Vive halt direkt eine Schelle mit, der hat es ebenso verdient. Ja, ja, du wirst jetzt verkacken, denn ich zocke gegen dich. Nicht lachen und ich sag, ja, du bist nur ein Lappen, denn ich sag, frisst aus. Ja, gut, das reicht auch. Ihan Angst, schreiben wir mal in die Kommentare. Kann man auch mal positiv bewerten. Hat er gut gemacht. Gerade die Blinddarmleinen, ja. Ich juck ihn genauso wenig wie sein Blinddarm. Das hat schon wehgetan, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat wirklich wehgetan. So, was haben wir hier? Hier hat ein Typ seine Oma gefilmt. Das Harzer Assi-Kiddy. Meine Oma zerstört dich mit der Hilfe Gottes. Okay. Gott, oh Gott. Also, Revinzeit, genau so würde ich dich zerstören. Genau so. Und ich glaube, da reagierst du genau wie meine Oma. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, das wäre so geil, dieser Moment. Ihr werdet halt, fick dich und ich werde dich zerstören. Warum ich die ganze Zeit dahin gucke, da ist ein Spiegel und ja. Krass, krass. Also ich glaube nicht, dass ich mich von dem Schock jemals erholen könnte. Ich meine... Also man hat schon gesehen, seine Oma, die war wirklich geschockt vom Harzer Assi-Kiddy. Respekt und hör auf, deine Oma zu verarschen, das macht man nicht. Gucken wir mal hier ganz kurz. Revi, 3 Jahre. Granate, Explosion. Ich hasse dich, Revi.
Aua. Ich habe gesagt, ihr sollt mich zerstören, Leute. Aber wie gesagt, ich bin halt auch nur ein Mensch mit Gefühlen. Ich finde schon ein bisschen krass, dass du mich jetzt als Dreijähriger mit einer Granate in die Luft sprengen wolltest oder willst. Naja, gut. Schauen wir mal, was wir hier noch so haben, ne? Da wird da sicherlich noch irgendwas dabei. Der vernichtende Hate. 7 Minuten Video. Aufgenommen am Kölner Hauptbahnhof. Ja, warum nicht? Ich weiß nicht. Ist der Hate. Revi Hate. Okay. Oh mein Gott! Von wegen großer Hater. Sind. Das ist so ein ganz normaler Typ, der irgendwie. Warte, ich muss nur den Kopf abwickeln. Der irgendwie so. Ich bin ein Gangster, ich würde dich vernichten. Mit meiner Mini-Pistole. Schatz drauf. Schatz drauf, Mann. Ich hab 2 Knarren. Oh Gott. Okay, Leute, ganz ehrlich. Ich muss jetzt mal ganz kurz real talken mit euch, ja? Ich hab gesagt, Leute, ihr sollt mir Kampfmoves zeigen, aber ihr packt direkt Maschinenpistolen aus, okay? Das geht nicht klar. Und man sieht ganz klar, dass diese Waffen echt sind. So, ich werde jetzt erstmal die Polizei, den Tierschutzamt, den Staatsanwalt, das Ordnungsamt und auch die Kläranlage in Köln anrufen, weil hier im UFO stinkt echt nach Kacke, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls ist der Gebrauch von Waffen auf dieser Plattform strengstens verboten. Und wir wissen ganz genau, auch wenn Tanzverbot mit einer Spielzeugpistole pausiert, kann es sein, dass die Polizei vorbeikommt. Packt eure Waffen beiseite, Leute. Das ist gefährlich, sowas, hä? Also, bitte erschießt mich nicht irgendwann. Das wäre nett. Bisschen Leben wäre noch cool. Was ist so? Hör auf damit, Mann! Junge, ich mache gerade meine Abmoderation. Willst du gefeuert werden oder was? Heb die ganze Scheiße wieder auf! Hör auf! Scheißkind! Ich kümmere mich jetzt erstmal um Thomas, meine Freunde, weil der hat mich gerade auch mit Schurikenwurfsternen beworfen. Es wird nicht besser heute, es wird nicht besser. Leute, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr jetzt die Tage wieder ein bisschen was mit Revi hatet macht. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt noch einmal gemeinsam, meine Freunde, ja, was mein größter Hater gesagt hat. Kommentare sind für dieses Video, sind deaktiviert. Bruder, du musst mir noch irgendwie mitteilen, wie du auf Instagram heißt, weil sonst kann ich dir nicht schreiben und dich ins UFO einladen, mein Freund. Ist das klar? Also, lasst einen Daumen nach oben da, macht gern eure Fotomontage mit mir, druckt mich aus und macht irgendwas Ekliges mit meinem Foto. Irgendwas Krankes, Perfides. Und es wäre vielleicht cool, wenn ich mal jemanden hätte, der über 12 ist und da mitmacht. Aber unter ist auch gut, weil dann kann ich Kitty den Titel schreiben. Das bringt eine Menge Klicks. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Schau bei Thomas vorbei. Dabbt auf die Hater. Alle Videos in der Videobeschreibung verlinkt. Macht's gut. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Junge, ich baller dir so ein ins Gesicht. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.